gucken von hoch her. Und so sieht es aus in Mannheim. Und so gehört sich das aus. So soll das sein. Ich hätte es noch gut gefunden, wenn die Stadt in der Tat der NPD in den NPD-Aufmarsch nicht genehmigt hätte. Es wird zwar argumentiert und gesagt, wenn man es nicht genehmigt hätte, hätten die Verwaltungsgerichte dann im Prinzip im Nachhinein die Sache legalisiert, und so hat sich die Stadt sozusagen die Möglichkeit offen gelassen, starke Auflagen auszusprechen. Ich denke aber, es hätte diesmal nochmal einen besonderen Grund gegeben, die Sache nicht zu genehmigen und vielleicht dann auch rechtlich durchzufechten, erfolgreich, nämlich der, dass die hier in der Neckarstadt auftreten, die NPD, und Rassenhass sehen und die Bevölkerungsteile gegeneinander aufbringen. Ich denke, da hätte man in der Tat sagen sollen, wir genehmigen diese Sache nicht, und die versucht man auch politisch und rechtlich durchzufechten. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für dieses Interview. So, und jetzt unterbrechen wir mal kurz die Musik, weil sich ein Teil der Demonstranten der Gegenkundgebung wegbewegt hat vom alten Messplatz und sich jetzt wohl auf die Schienen stellt, um die, ich weiß es nicht, wie das dann hier aussieht, um die Straße oder die Straßenbahn zu blockieren. Wir werden natürlich jetzt nochmal versuchen, hier von unseren rasenden Reportern genauere Eindrücke zu bekommen. Ja, eine rasende Reporterin hat schon angerufen und leider auch berichtet, dass inzwischen ein Wagen von der NPD auf dem Platz steht und 5 Leute da ausgestiegen sind und die da wohl jetzt langsam ihr Equipment aufbauen. Also vermutlich versuchen die anderen, die Gegendemonstranten, die hier auf die Kurpfalzbrücke sind, die Straßenbahn zu blockieren, weil davon ausgegangen wird, dass die NPD-Anhänger mit der Straßenbahn anreisen. Aber Näheres dazu wissen wir nicht, deshalb spielen wir jetzt Musik und versuchen uns zu informieren und gehen durch, wenn wir was Näheres wissen. Also wir haben gerade quasi eine Info gekriegt, dass wohl Markus Walter und Ricarda, Hier ist ein bisschen Bewegungstrend im Moment. Die meisten Leute sind ein Stück weit gelaufen von den Gegendemonstranten, weil da eine Straßenbahn kommen sollte, in dem wohl die verwirrten Rechten sitzen. Die Straßenbahn kommt jetzt nicht weiter und man kann gespannt sein, was passiert. Ich zeige euch das mal, ich versuch's.
aus der Straßenbahn. Wir haben hier noch so einige Leute, die da sich auf den Schienen tummeln. Da hinten der eigentliche Versammlungsplatz ist da hinten. Und hier sind doch einige Leute versammelt, die das nicht in Ordnung finden.